Hallo. Willkommen zurück. Oder einfach nur einen schönen guten Abend nochmal an die, die dazugekommen sind oder zumindest die, die dran geblieben sind. Nochmal willkommen zu einer neuen Ausgabe von Gaming hier bei Dercho TV, Dercho TV Games. Ja, ihr habt es richtig gelesen. Der Herr versucht es nochmal mit Wer wird Millionär? Was heißt nochmal? Also ich glaube ich jetzt in der PC-Version, die ich ja jetzt ja hier habe, ist ja derweil jetzt zweimal hingekriegt, die Millionen zu knacken. Und ich hoffe, das wird wieder passieren. Das haben wir zweimal hingekriegt, das werde ich ja öfters jetzt auch machen. Und warum auch nicht, ne? Es macht halt Spaß, es macht halt Bock, es macht Fun. Ne? Und ich hoffe, ihr seid da natürlich auch wieder mit dabei. Bezüglich des gestrigen Streams, wer gestern mit dabei war, wir haben ja gestern so die letzten 30 Minuten mit Entsetzen festgestellt, dass es wirklich Leute bei die Sims 4 gibt oder zumindest Prominente und auch sagen wir mal, Charakteren aus Serien und Filmen kreiert wurden. Ne? Also wer sich das gerne angucken möchte, wer den Stream jetzt von gestern verpasst haben sollte, der kann das jetzt im VOD hier auf Twitch machen oder zumindest jetzt auch schon auf dem YouTube-Kanal von Dercho TV gehen. Da ist vor gut einer Stunde nämlich schon das, die Games-Ausgabe von gestern nämlich oder die Session von gestern nämlich online gegangen. Könnt ihr gerne reinschauen, auch auf derchotv.de zu finden. Ist ziemlich lustig gewesen am Ende. Hab ja dann auch das neue Haus von meinem Sim und dessen Freundin dann auch eingerichtet, was auch finanziell gut gereicht hat, Gott sei Dank. Und ja, das gibt es unter anderem dann jetzt auf derchotv.de. Heute ist auch noch eine neue Folge Pokémon rausgekommen. Also wer Pokémon Hard Gold gucken will, kann es auch gerne machen. Mal so als kurzer Hinweis an dieser Stelle. So, Wer wird Millionär, habe ich ja gesagt. Ihr könnt gerne mitraten und ich empfehle das Spiel auch gerne für die, die Bock haben, es auch ebenfalls noch, sagen wir mal, spielen zu wollen, kaufen zu wollen, je nachdem, wenn ihr es kaufen wollt. Ne, unten rechts kennt ihr das ja, ne, ist ein bisschen günstiger zu bekommen bei MMOGA natürlich. Ja, was spiele ich für eine Version? Ihr habt es wahrscheinlich bei anderen größeren Streamern halt gesehen, dass ich da ja eine gewisse Version, also es gibt ja die Version vom Trainingslager auf RTL.de, die basiert ja wirklich auf die Folgen der letzten, also die Fragen der basieren ja auf den der letzten Ausgaben von Wer wird Millionär. Ist ziemlich spannend natürlich, klar, wenn man die Folge nicht geguckt hat, wenn man die Folge geguckt hat und natürlich dann die Antworten weiß und alles, dann ist das ja was anderes, ne, als wenn man zum Beispiel nicht geguckt hat. Ne? Also das spiele ich ja gar nicht mehr, denn es gab ja jetzt ja schon seit längerer Zeit, das finde ich auch sehr cool, gibt es ja jetzt auch Wer wird Millionär nämlich auf Steam. Und das ist nämlich ziemlich überraschend. Wie gesagt, ich habe es das letzte Mal halt am 29. Dezember, ich habe es am 29. Dezember das letzte Mal gespielt. Hä? Ach ja, wahrscheinlich nur um die Grafiken einzustellen. Ich erinnere mich. Ja, und wie gesagt, so sieht das Ganze dann natürlich auch aus. Also es gibt es, wie gesagt, auf verschiedenen Sprachen und alles. Also wer es sich gerne holen will, kostet aktuell, ich gucke mal gerade, aktuell kostet es nämlich 30 Euro. Ja, aber wie ihr sehen könnt, es haben derweil, es größtenteils ist halt die Rezension negativ, weil wie gesagt, viele finden das halt unzufrieden und das ist natürlich auch ziemlich interessant. Also wie gesagt, dass man, es gibt sehr viele hier, die sehr, sehr negativ das Ganze beurteilen. Gut, ich habe es halt auch gemacht, aber das Besondere dabei ist, es macht halt auch irgendwie Spaß und es ist irgendwie auch eine andere Sache. Denn das Wer wird Millionär, was wir denn nämlich hier als, was hier als Basis nämlich genommen wird, ist nämlich die französische Version. Ne? Wenn du be a Millionär, keine Ahnung, wie es auf Französisch heißt. Entschuldigung, wollte ich nicht drüber lustig machen. Nee, aber dasselbe Setting wird genutzt. Die Animationen sind halt so, ja, und die Kandidaten sind auch so. Ja, ist halt auch jetzt nicht so dolle. Aber wir kommen jetzt einfach mal dazu. Deswegen wechsle ich die Szene und wir ziehen es jetzt durch, liebe Freunde. Wir werden wieder 15 Fragen uns durch die Köppe hauen. Habe ich das eigentlich eingestellt? WWM? Ja, habe ich eingestellt. WWM. WWM, ja, steht auf WWM. Extra jetzt ja für jedes einzelne Spiel, was hier ja jetzt öfters mal gespielt wird, eine Szene drin.
beziehungsweise nicht so richtig eine Szene, sondern eine Quelle in der Szene. Das heißt, ich muss da nicht immer wieder. Viele machen sich da ja so eine große Mühe. Ich weiß gar nicht, soll ich das auch machen, dass so für jedes Spiel die Szene anders aussieht, oder soll ich so auf 0815 lassen? Ich weiß ja nicht, wie jeder ja darauf reagiert. Deswegen, ich würde es gerne von euch wissen. Ihr könnt es mir gerne schreiben in den Chat oder wenn ihr es auf YouTube guckt, in die Kommentare. Das wird ja auch noch was für YouTube sein. Das ist laut. So. Ist auch ziemlich interessant, dass es von Sony Pictures Television Studios genommen wurde. Wusste ich gar nicht, dass die Rechte hatten. Ne? Weil es ja früher Eidos gewesen. Also wer die alten Wer wird Millionär-Versionen kennt, ne, für den PC, die so Anfang der 2000er erschienen sind. Ne? Ich besitze ja die vierte Edition. Das Problem ist halt nur, ich kann es. Warte, ich kann es eigentlich jetzt spielen, wenn es sogar so lustig ist. Kann ich jetzt eigentlich spielen, aber wollen wir das? Ich weiß es nicht. Ja, nun gut. Starten wir dann mal die deutsche Version. Ah, jawohl. Und für die, die das nicht kennen sollten, wie gesagt, ne, für die, die das nicht kennen sollten, es gibt hier wirklich, das ist kein Scheiß, einen Battle Royale Modus. Du kannst hier, wenn überhaupt möglich, wenn sich überhaupt welche hier, die sich dieses Spiel geholt haben, besteht die Möglichkeit, dass man mit 99 Leuten, mit 98 anderen, weil man ja, sich selbst da noch, oder beziehungsweise wirklich mit 100, aber dann halt mit 99 anderen, sich gegeneinander duellieren kann, in Deutschland, aber auch international, ne? Und natürlich dann auch eine Rangliste, ne? Es gibt also eine Menge. Ich bin auf Platz 110. Finde ich ziemlich cool. Ne? Also das ist zum Beispiel möglich. Wir können ja mal ganz kurz mal gucken, ob es zumindest international die Chance gibt, dass da jemand mitmacht. Wenn nicht, gehen wir direkt sofort in eine normale Runde rein. Es gibt ja einerseits auch die Runden, wo es nämlich mit auf Zeitdruck geht. Also wo es zum Beispiel 15 Sekunden für die ersten 5 Fragen gibt und 30 Sekunden, glaube ich, für die nächsten 5 und so weiter. Und ja, jetzt wird hier gesucht. Ich zeige das jetzt halt nur. Ich glaube nicht, dass da jetzt so geradewegs die Möglichkeit besteht, dass da jetzt noch Leute kommen und dann noch spielen werden. Außer es sitzt jetzt jemand vorm Stream und hat das ebenfalls, keine Ahnung. Weiß es nicht. Für die, die das jetzt auf YouTube gucken, ne, ist es ja nicht live. Ne? Ihr seht das ja immer einen Tag später. Ne? Also, wer weiß, ob da jetzt noch jemand dazukommen wird. Wenn ja, dann kann man das immer ganz kurz mal zeigen. Für die, die das ja irgendwie vergessen haben. Aber ich glaube, in einer der früheren Streams, die ich hier ja gemacht habe mit Wer wird Millionär, habe ich es ja auch schon mal gezeigt. Also, das ist dann ja auch eher ganz was anderes. So, wird eh, glaube ich, nichts mehr kommen. Ich glaube, bei 30 Sekunden breche ich ab. Also, ist das Spiel so wenige halt. Also, es sind so viele halt eher unzufrieden. Ich breche es mal halt an. Aber ist jetzt auch egal. Ne? Also, wie gesagt, es gibt halt auch die Version Mehrspieler lokal. Heißt natürlich, dass noch andere hier spielen könnten. Also, ich könnte zum Beispiel jetzt, wenn überhaupt der Error Bock hätte, könnte ich ihn auch hier hinholen und wir könnten halt entweder gegeneinander spielen. Das kann man auch im Familienmodus machen. Aber natürlich, klar, der Einzelspieler. Bei Normal, für die, die es besitzen, bei Normal handelt es sich nicht um das normale Wer wird Millionär. Ne? Man sitzt da ja auch nicht bei Jauch und hat dann mit 15 Sekunden halt diese ganzen, den ganzen Stress mit den Fragen und so, also mit der Zeit, sondern es ist der Modus einfach. Ne? Und da gibt es halt dann die ganzen Charakter hier, die ich eher alle unnötig finde, weil sie alle eine große Klappe haben. Ne? Ich würde mal sagen, wen nehmen wir dann als erstes mal? Ich guck mal weg. Sag mal, stopp. Ja, dann nehmen wir den Heng. Nehmen wir Heng und freuen uns. Das Ganze natürlich klar spielbar mit Tastatur und Maus, aber auch mit dem Gamepad. Ne? Also, wer so Bock hat, wie es auch sein mag, der kann das dann gerne so spielen, wie er es will. Und das ist jetzt auch. Das ist jetzt auch kein Scherz, das ist auch das französische Intro von französischen WWM. Ja, also. 1 Million Franc, Mann. Keine Ahnung, weiß ich nicht. 1 Million Franc, Mann. Was? Ja, also, es ist nicht das Deutsche. Also, wer da zu viel erwartet, ne, also ich bin auch zu Beginn, habe ich mich auch echt erschüttert gezeigt. Der Moderator, der da kommt, der sieht auch nicht aus wie Günther Jauch. Also. Wie gesagt, also das ist nicht Günther Jauch, also erwartet nicht immer so viel. Ja. So, da kommt Heng, den Kandidaten, den wir spielen.
Nun ist Köpfe Ja, das kannst du selbst machen hängen als Computer, aber nicht mit mir. Ne? Ja. Nun, Sie kennen das Prinzip der Genau, also das Prinzip kennt man ja, 15 Fragen bis zur Million. Was hier auch ebenfalls nicht mit dabei ist, ist die zweite Variante, also dass zum Beispiel die zweite Sicherheitsstufe 16.000 Euro wegfällt. Deswegen hat man generell schon zu Beginn 4 Joker, im Gegensatz, dass man einen im Publikum fragt, wie es ja in der deutschen Version ist, gibt es halt den Tausch-Joker, also man kann die Umfrage tauschen. So, es geht los, die ersten Fragen und da sind wir schon direkt. Wie lautet der Name eines Musikinstruments? Quadrat, Triangel, Kreis, Dodekader? Bitte was? Ich habe keine Ahnung. Natürlich habe ich eine Ahnung. Ist eine Triangel, natürlich. Man muss im Übrigen zweimal bestätigen, um die Antwort anzunehmen. Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Natürlich ist es die Triangel. Ja. Dieses kleine Ding. Sind Sie bereit für die nächste Frage? Welches Tier gilt als bester Freund des Menschen? Die Ente? Der Hamster? Der Hund? Oder die Katze? Ich würde ja sagen Katze. Das ist natürlich der Hund. Man geht schon mit einfachen Fragen los. Da habe ich das Gefühl, ich werde heute hier gut verkacken. Ja, das ist ein neuester Bug, den es im Übrigen gibt. Die reden sich rein. Das ignorieren wir einfach mal. Ich kann es leider nicht abstellen, weil man es trotzdem noch hört. Also das ist leider eines der negativen Sachen. Welches der folgenden Tiere gehört nicht zur Familie der Katzen? Tiger, Katze und Luchs. Ernsthaft. Auf einmal gehört der Hund zur Katze, dann lache ich. Eigentlich sollte er sagen, sie reden mir rein, das ist unerträglich. Ja, wollen wir auch hoffen, dass das so wäre. 200 Euro, also 200 Sterne, 200 Punkte. Eine neue Frage ist im Anflug. Viel Glück. Wem folgt Alice in ein Erdloch? Einer Katze, einem Kaninchen, einem verrückten Hutmacher oder einer Maus? Wenn jetzt wieder ein Hund gestanden hätte, ne? Ich hätte nicht nochmal Hund genommen. Es ist aber ein Kaninchen. Ne? Wer hat alles Alice im Wunderland gesehen? Wer hat alles Alice im Wunderland gesehen? Ich auch. Deswegen. So. Im Übrigen ist es geradewegs lustig, bei RTL läuft jetzt gerade zu diesem Zeitpunkt auch Wer wird Millionär. Ja? Aber nun gut. Wie schreibt man die Zahl 1000 in römischen Zahlen? C, L, D, M. War das wirklich M? War das wirklich M? Oh, Gott sei Dank. Ah, ich hab euch verarscht. Wenn man schon so M, 3000, 4000, weiß? Ja. Tipp immer an dieser Stelle, ne? Wenn ihr BBC-Produktionen seht, die Jahreszahlen werden immer in römischen Zahlen ausgeschrieben. So. Welche Art von Instrument ist ein Triangel? Ein Perkussionsinstrument? Ein Saiteninstrument? Ein Holzblasinstrument oder ein Laborinstrument? Guck mal, erste Frage war Triangel in den ersten fünf, jetzt bei den nächsten fünf, in der zweiten Stufe, es ist wieder Triangel. Hallo? So. Ich habe gar keine Ahnung. Also ein Holzblasinstrument ist es nicht, ein Saiteninstrument ist es auch nicht. Ich würde A sagen, ich traue mich aber nicht. Warte, wie war das nochmal? Ach so, ja. Der Trigger, warte mal, was war denn? Ach so, ja, das kann man mal hier zeigen, ne? Ja, ist gut. Ich würde aber da mal den 50-50 Joker nehmen. Entfernen wir jetzt zwei falsche Antworten, um Ihnen weiterzuhelfen. Ja, nehmen wir A. Also wenn jetzt Holzblasinstrument kommt, dann hat dieses Spiel einen Knall. Dann spielen wir sofort
Dann spielen wir sofort das Trainingslager. Ja, natürlich. Ja, ich hatte A im Kopf, also, aber ich war mir nicht sicher. Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, was ein Labor, also Laborinstrumente wahrscheinlich vom Labor. Ja, ich weiß, das ist jetzt wahrscheinlich für viele, oh mein Gott, der hat einen Joker umsonst eingesetzt, aber nun gut. Welche Art von Landschaft findet man in einer großen Stadt an? Urbane Landschaft, rurale Landschaft, gebirgige Landschaft, Küstenlandschaft? Ach, ehrlich jetzt, wieso stehe ich bei so einer Frage auf dem Schlauch? Also ich nicht. Ich will ja nicht sagen, aber gebirgige Landschaft in einer Großstadt. Nennt man Hochhäuser, nein, Spaß. Es ist A, urbane Landschaft. Wenn es falsch ist, lyncht mich. Was könnte noch bis Freitag? Ja. Guck mal, bisher ein Joker eingesetzt und den auch noch für umsonst. Ne? Ach man. Bin so dumm. So. Etwas weg, aber hier ist eine neue Frage. Ja, der Druck ist nicht weg. Auf keinen Fall. Welcher Sport ist kein Bestandteil der Special Olympics? Curling? Eiskunstlauf? Gymnastik? Oder Surfen? Also ich glaube, die Special Olympics, die haben ja nichts mit den Olympischen Spielen zu tun. Das steht ja fest. Eiskunstlauf hätte ich ja erstmal jetzt so weggelassen, weil diese Special Olympics wahrscheinlich auch irgendwie nur so im Sommer stattfinden, aber man kann ja nie wissen, ne? Das sind ja... Ich habe da jetzt echt keine Ahnung. Ich glaube, da hätte auch ein 50-50-Joker nichts gebracht. Aber Gymnastik? Ja, ich würde sagen C. Ich weiß nicht, ich tendiere so irgendwie zu C. Aber ich meine auch D... Oh, da würde jetzt doch ein 50-50-Joker helfen, ne? Ja, ich weiß nicht. Ich will jetzt nicht unbedingt, aber nicht D. Es ist nicht D. Nicht D? Achso, nicht D? Fragezeichen? Gut, ja. Ich weiß es nicht. Ich meine ja, weil ich glaube, diese Special Olympics sind doch... nee, es gibt ja auch diese Special Games, glaube ich. Ne? Der hat ja hier... war das nicht Prinz William? Ne, hier in England? Prinz William oder Prinz Harry? Initiiert oder so, die dann halt so für Sportler sind. Das sind, glaube ich, die Special Games. Das sind dann halt so für Spieler, also für Teilnehmer, die ja dann halt im Krieg halt verletzt wurden. Ne? Also die jetzt zum Beispiel halt ne, Bein bei einer Explosion und so. Also für Kriegsverletzte, also für verletzte Soldaten, wollte ich das jetzt sagen. Ne? Aber die Special Olympics sind, glaube ich, ähnliche Spiele, also auch, ne? Also neben dem Paralympischen Spiel, das sind ja halt auch die Olympischen Spiele für Menschen, also für Athleten mit Behinderungen. Und ich glaube, die Special Olympics sind genauso, aber ich könnte mir vorstellen, dass es bei allen irgendwie geht. Aber es ist halt kein Bestandteil, ich glaube, bei allen geht es, aber es ist kein Bestandteil. Einer der vier ist kein Bestandteil der Special Olympics. Ich weiß es nicht, deswegen frage ich das Publikum. Bitte stimmen Sie nur ab, wenn Sie sich Ihrer Antwort sicher sind. Und ein perfektes Ergebnis kann ich halt nur bekommen, wenn es wirklich über 50% ist. Also Surfen sagen 58%, Eiskunstlauf sagen 29%, Gymnastik 7% und Curling 6%. Ich wollte schon Curling A sagen. Ja, also mit meiner Vermutung CD... Wenn ich jetzt ne, vom Joker her weg, also das so nehme, würde halt die Tendenz zu D gehen. Publikum kann aber manchmal auch einen verarschen. Ich denke, es ist D. No risk, no fun. Gut, wenn es falsch ist, ist es falsch. Wenn nicht, dann nicht. Dann haben wir Glück. Es ist tatsächlich die richtige Antwort. Ja. Also Ice Kicks, deine Tendenz ist richtig. Also da lagst du schon richtig. Wie gesagt, ratet mit im Chat. Ihr könnt das gerne machen. Es ist halt auch ziemlich spannend, wenn ihr das machen könnt. So, nächste Frage. Wie nennt man eine männliche Pute? Truthahn, Auerhahn, Taube, Henne. Ich hätte Bock auf Pute, aber... Oh... War das nicht?
War das nicht D? Nee, Henne ist doch weiblich, oder nicht? Hahn, Henne. Warte mal. Oh nee, ne? Warte. Warte, Truthahn? Man sagt ja nicht Truthähnen. Taube ist Taube ist raus, Taube ist raus. Taube ist raus. C ist raus. B. Ja. Nee. Also A oder B. Aber ich tendiere zu A. Meine Tendenz geht in Richtung A. Na komm. Wir haben 500 Euro, also 500 Punkte haben wir sicher. Fragen, sind Sie sicher? Ja, das ist dann definitiv schauen wir meine uns mal die Antwort. Richtige Antwort an. Das stimmt. Und nicht mal einen Joker eingesetzt. Können Sie auch diese neue Frage beantworten? Welches der folgenden ist keinem Wasser lebende. Welches der folgenden ist im Wasser, ist keinem Wasser lebendes Säugetier? Delfin, Otter, Schnabeltier, Schildkröte. Ich meine ja, Schnabeltier ist alles, ne? Also Schnabeltier ist ein Tier mit einem Schnabel. Ha! Sagt man so. Delfin lebt im Wasser, ist ein Säugetier. Der Otter doch auch. Schildkröte lebt sowohl im Wasser als im Land, legt aber auch Eier. Kann es nur ein Schnabeltier sein. Aber auch ein bisschen Angst zu verkacken. Ne? Es ist alles möglich. Alles möglich. Ne? Alles ist möglich. Deswegen, who knows? Ich würde aber C sagen. Ja, komm. Da bin ich mir sicher. Ich sage C. Wahrscheinlich kompletter Das Schwachsinn, ist definitiv meine Antwort. Ist es möglich, die aber richtige Antwort herauszufinden? wer weiß, nicht? Knapp daneben ist auch vorbei. Meine Vermutung lag richtig. Schade. Okay, so endet. Ja, schade. Nun gut, 500 Euro, 500, ja, sagen wir mal, 500 Euro hatten wir sicher. Warum auch nicht, ne? Und ihr seht, ich habe da so Punkte gesammelt. Ja, wie viel haben wir eigentlich schon? Das möchte ich gerne mal wissen. Hier muss ich laden machen, ne? Laden. Da können wir nämlich ein paar Fragen laden. 4130, Alter, ich kann mir Fernsehserien holen, ne? Kann mir Fernsehserien. Ja! Boom! Ich habe mir Fernsehserien freigeschaltet. So, heißt natürlich auch, wir könnten jetzt beim Einzelspieler im Bereich Normal, nämlich, das zeige ich auch nochmal, könnte man jetzt diverse Kategorien nehmen und guckt mal, was ich genommen habe. So. Das heißt, ich müsste jetzt nochmal, also deswegen, das ist auch der Ansporn hier bei Wer wird Millionär entsprechend was zu machen. Und jetzt haben wir ja noch die Kategorie Fernsehserie jetzt freigeschaltet. Standardmäßig haben wir die hier ja bekommen, ne? Kunst, Literatur, Unterhaltung, Geografie, Geschichte, Sprache, Lebensstil, Wissenschaft, Sport und Hobbys. Ich würde jetzt diese vier Kategorien hier nehmen und dann versuchen wir es in dem Bereich normal bis zur Million. Geht ganz schnell, weil Zeitdruck, 15 Sekunden in der ersten Stufe, ich glaube 30 Sekunden in der zweiten Gewinnstufe, also zwischen 500 und 16.000 und dann bei 16.000 bis einer Million sind es, glaube ich, sogar 45 Sekunden. Also es ist nicht viel. Deswegen muss man schnell überlegen, schnell handeln. Ne, da setzt halt dann einem mal so ein bisschen mit dem Wissen unter Druck. Deswegen lass mal loslegen. Ich suche mal wieder raus. Wenn es wieder hängen ist, dann ja, jemand anderes. Stopp. Gut, nehmen wir Pablo. Es geht, glaube ich, nicht so, wie ich das haben wollte, ne? Na, ist egal. So. Dann wollen wir mal loslegen. Wie ich ja schon mal erklärt habe, das System bleibt gleich. Ihr seht nur gleich oben über dem Bildschirm in der Mitte des Screens, seht ihr gleich eine Zeit eingeblendet. So lange habe ich nur Zeit. Und das ist halt auch ziemlich wichtig. So. Und damit geht's los.
Eine neue Frage ist im Anflug. In der Serie Akte X ist Fox Mulder ein CIA-Agent, MI6-Agent, FBI-Agent, Doppelagent. So, und nee, 30 Sekunden habe ich sogar. Warum sage ich 15? Was laber ich von 15 Sekunden? Alles drauf wetten. Ist das Ihre Antwort? 30 Sekunden, was laber ich denn da eigentlich? Ja, ich habe es schon lange nicht mehr gespielt, deswegen. Diesen Modus mag ich im Übrigen auch gar nicht. So. War im Übrigen, glaube ich, eine Frage aus dem Bereich Fernsehserien, ne? Gute Güte, wie gut. Ja, kommen wir weiter. Opa, freue ich mich so früh. Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Was für ein Tier ist Bojack? Ein Hund? Ein Bär? Ein Pferd? Oder ein Einhorn? Bojack Horseman hat, sollte ich doch gestern als Figur bei Sims nachgucken, ne? So ein Pferd. Ich glaube, ich habe die Serie, ich glaube, nur eine Staffel sogar. Es gibt, glaube ich, mehrere Staffeln davon, ne? Ich habe eine Folge oder ja, so eine Staffel sogar gesehen. Ist auch schon ein paar Wochen her. Erfahrene Spieler gewinnen am Ende immer. Eine neue Frage ist im Anflug. Der Papst ist nicht nur das Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern auch Bischof welcher Stadt? New York? London? Paris? Rom. Der ist auch gleichzeitig Bischof von Rom. Weil, ne, Vatikanstadt ist in Rom, ne, dann braucht man sich den ganzen Bums nicht ertragen und so. Ja, genau. Damit bin ich zu Hause, der Star der Familie. 200 Euro. Hier ist sogar mit Eurozeichen, während das bei der eigentlichen normalen Version, ne, so Stern ist. Wer wurde 2009 Bundesverkehrsminister? Milchspitter, Sahne schlecht, Ramsauer oder Butter abgelaufen? Los jetzt. Die anderen drei, also alle vier. Wähl die richtige ist die Ramsauer. Aber genauso schlecht wie seine beiden Nachfolger. Ja, Dobrindt und Scheuer. Grüße an dieser Stelle ins Bundesverkehrsministerium. Kümmert euch mal um meine scheiß Internetleitung. Diese verdammten Politik. Nun kommt eine ganz neue Frage so. Für Sie. Was musste man Mike Krügers Anweisung zufolge erst durch die Lasche ziehen? Nudel, Nippel, Nadel, Nadel. Ja, Nadel. Nadel. Was macht denn eigentlich Nadel? Nadja Abdelvrak, Farag. Das ist natürlich die Nippel. Die müssen die Nippel durch die Lasche ziehen und mit dem nach vorne drehen. Dann erscheint sofort ein Pfeil. Und dann tippen sie dann drauf. Und den Mittelteil des Textes habe ich immer noch nicht drauf. Ja, Wadi hat gesungen. Sind alle Zuschauer weg? Ja, wahrscheinlich. Neue Frage steht bereit. So. Viel Glück. Welches Münchner Wahrzeichen steht vor dem neuen Rathaus? Adams Rösle, Evas Hösle, Josefs Schäfle, Mariensäule. Hm. Oh, ich glaube, das ist D, ne? Bin mir nicht so sicher. Muss schnell agieren, ne? Komm. Bin mir nicht sicher. Ich sag D. Und deswegen entfernen wir jetzt. Wenn D weggeht, habe ich Arschkarte. So. Die Sekunde läuft weiter. Also ihr seht zum Beispiel halt auch, wenn man einen Joker einsetzt, bleibt die Zeit stehen. Aber dann läuft sie danach weiter, wenn der Joker eingesetzt wurde. So. Das ist definitiv. Nun ist es soweit, die richtige Antwort herauszufinden. Boah. Oh ja, wieder. Guck mal, schon wieder unnötig eingesetzt. Also das heißt, wir scheitern wieder. Nein, Spaß. So. Weiter geht's. Welche Schauspielerin verkörperte Vera Brühne im gleichnamigen TV-Zweiteiler? Corinna Harforch, Martina Geddeck, Renan Demikan oder Hannelore Hoger? Ich habe sowas von keine Ahnung, deswegen tausche ich diese Frage. Keine Ahnung. Es kann in der Tat weise sein, ich hätte D gesagt. Wenn man nicht weiterkommt. Das ist mutig. Ich hätte keine Ahnung gehabt, das wäre schon mein Ende gewesen. So. Das Lustige dabei ist, wenn man den Wechseljoker nimmt, wird da die Antwort verraten, aber wenn man aufhört, nicht. Schade drum. Welche politische Einstellung hat Frank Underwood in House of Cards? Republikaner, Libertär, Demokrat oder Föderalist?
Ich glaube, der ist da Demokrat, ne? Der gehört zur Demokratischen Partei. Aber ich glaube nicht, dass er Demokrat ist. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Ich würde direkt einfach nur Demokrat sagen. Ich glaube, das ist falsch. Es ist C, oder? Okay, Ich habe fast alle Staffeln von House of Cards schon geguckt. Also klar, bis, und glaube ich, Staffel richtig. 4, 5. Ich spoiler nicht. Die ersten Staffeln sind gut, Das ist aber. Oh, Gott sei tatsächlich Dank, nur richtig. gut. Ich hätte jetzt schon gedacht, so die richtige politische Einstellung. Das ist noch Ne, weil gut. es ist quasi auch so, welcher Partei er angehört. Ja, aber statt politische Einstellung. Also ich könnte ja meinen, ne, vielleicht. Sind Sie bereit, sich den Ist Fang egal. dieser nächsten Frage zu Wie heißt die stellen? Hauptstadt von Kroatien? Hrvatska, Hrvatska, hoi, hoi, hoi. Belgrad, Zagreb, Sarajevo, Ljubljana. Natürlich, klar. Punkt, lass mich. Zagreb, das ist die Hauptstadt von Kroatien. Damit wir uns Es einig sind, definitiv, meine Antwort. Die Spannung ist ist eigentlich auch immer gerade lustig, wenn die angestiegen. sich reinreden, ne? Richtig, Ja, komm, weiter. richtig. Richtig. Nächster. Ich will die Million, Richtige verdammt. Antwort. Ich glaube, man müsste das zusammenrechnen, was ich gewinne, und dann gucken. Ist das eine Million? Ja. Mal schauen. So, nächste Mit Frage. dieser brandneuen Frage wird das Spiel jetzt schwerer. Welche Schauspielerin trat 1962 in der Filmkomödie Kohl Lieschens Töchter in einer Doppelrolle auf? Liselotte Pulver, Trude Heer, Karin Anselm oder Grete Weiser? Nachdenken. Vom seinem Blick her müsste der alte Mann es eigentlich wissen, aber ich habe keine Ahnung, deswegen zu Publikum. Meine Damen und Herren, bitte räumen Sie jeden Zweifel aus dem Weg und antworten Sie, wenn Sie die richtige Antwort kennen. Keine Ahnung. Boah! 60% für D, 20% für C, 16% für A und 4% für B, Nehmen Sie A. deswegen. Nein! Ich nehme nicht A, ich nehme D! Ist das Ihre Antwort? Sie haben Ihre Wahl getroffen. Schauen wir Definitiv uns jetzt meine die richtige Antwort. Antwort an. Nun, man kann nicht immer gewinnen. Es ist die falsche Antwort. Sorry. Na sowas. Der alte Knacker hat schon wieder seine alten Tricks ausgegraben. Naja, wenigstens etwas. Wir Und gratulieren. ich habe noch aus Versehen auf A geklickt, ne? Bin gerade ein bisschen. Ja. Und wieder eine These von mir widerlegt, ne? Vertraue nie das Publikum, selbst wenn die Antwort über 50% gehen könnte. Woher weißt du das eigentlich? Eiskeks. Hallo Holger, schönen guten Abend. Soll ich helfen? Ja, du kannst Hilfestellung geben, wenn du willst, ne? Aber nicht unbedingt durchgehend. So, dann machen wir wieder eine einfachere Methode. Ich würde mal sagen, wir nehmen diesmal Chun. Wenn wir niemand anderen. Ne? Ach so. Tun wir uns mal das französische Intro an von Wer wird Millionär? Ne? Kennen den Film? Die Frage ist eine Frage bei Quizshows öfter in Filmkategorie kommen. Jetzt weiß ich sie auch und habe mich vom Publikum verarscht gefühlt. Hab den Film aber nie geschaut. Ich glaube, den gibt es nicht mehr auf irgendeinem Streamingdienst. Bestimmt. Oder in der ARD oder ZDF Mediathek. Herzlich willkommen So. bei. Ja. So. Auf geht's. Sind Sie bereit für die nächste Frage? Nein. FSK 6. Okay. Was spielte Kobe Bryant? Die Flöte, Karten, Basketball, Fortnite. Fast ein Jahr her, dass er gestorben ist. Ich werde C nehmen. Sie scheinen Fast von ein Jahr ersten her. Antwort. Oh je, was für eine Spannung. Das ist immer noch so lustig. Sie haben sich nicht getäuscht. Richtig. Wir haben die Stufe, die ich erreichen wollte, fast schon erreicht. Welche? 50? Können wir aufhören? Antwort. Wie hieß der König der Hunnen von 434 bis 453? Attilo, Attilu, Attila, Attilei. C erscheint mir plausibel, aber Ich würde 10 gern bestreiten, weil so ja nämlich auch im C, Moment so das ist ein richtig. komischer Mensch. Oh.
sind sie davon überzeugt? Ne, mit Tendenz zu Schwurblern und so. Kenne ich nicht, aber egal. Ja, das ist richtig. Ist C. Attila. Richtige Antwort, schnelles Weiterkommen. Nun kommt eine ganz neue Frage für Sie. Welches Spiel spielt man, wenn man die Figur des M. Bison spielt? Street Fighter, Tekken, Soul Calibur oder FIFA? Bei FIFA, ja genau. Ich nehme da die Figur, weißt du, den Spieler M. Bison ist natürlich Street Fighter, hallo. Wir sagen jetzt mal Round One. Und nun möchte ich wissen, das ist definitiv meine Antwort. Was für eine Spannung. Und genau so ist es. Sieht hier so komisch am Tisch, wenn ihr das sehen würdet. Ich erreichen wollte, fast schon erreicht. Da ist auch einen anderen Spruch drauf. Viel Glück für diese neue Frage. Welcher Sänger veröffentlichte 2016 den Song Can't Stop the Feeling? Justin Timber... Ja. Die neue Geheimwaffe von Real Madrid. Scheiß auf... Ja, mit Ramos zusammen vorne im Sturm. Ja, Can't Stop the Feeling. Hallo, Justin Timberlake. Er ist wieder Vater geworden, ne? Hat er ja verraten. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort herauszufinden. Oh ja, stimmt. Beim ESC 2016. Gut. So lange ist es schon her, Alter. 5 Jahre fast. Ihre neue Frage steht bereit. Welche der folgenden ist kein Kämpfer der Serie Street... Hallo? Ken? Honda? Raiden? B für mich, bitte. Oder warte. Nein. Nein. Oder doch? Mit dieser Sicherheit haben sie sich schon mal einen Gewinn gesichert. Hallo, ich habe Street Fighter 2 auf dem SNES. Ich muss das wissen. Bin nie weit gekommen. Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Müsste, glaube ich. Mucki, guten Abend. Auch dir einen schönen guten Abend. Was spielt man in Rocket League? Fußball mit Autos, Tennis mit Motorrädern, Tennis mit Autos. Oder Fußball mit Motorrädern? Was soll ich mit dieser Frage nur anfangen? Eigentlich inzwischen auch Basketball mit Autos. Ja, natürlich. Ich muss Autoball, das Spiel, ja. Stopp, Stefan Raab beißt sich bis heute in den Hintern oder an seinem Mettbrötchen ab, dass er das nicht mal als Videospiel rausgebracht hat. Bestimmt spielt er das heimlich so mit seinen Kindern. Sind Sie bereit, sich den Fallen dieser nächsten... Ja, mit Pucks gibt's ja eben auch. Ja. Rocket League können wir auch mal immer wieder spielen, fällt mir gerade ein. Wie lautet der wahre Name der Mona Lisa? Unbekannt? Marie Antoinette? Mona Lisa? Oder Maria? Hieß sie nicht wirklich Mona Lisa? Die hieß doch wirklich Mona Lisa, oder nicht? Oder hat sich... Dings da so gedacht, Da Vinci, ich nenne es Mona Lisa, weil es klingt besser als, ich weiß deinen Namen nicht. Oder? Also ich meine... Icecake sagt A. Genau, was sagt ihr denn so? Was sagt ihr so? Also ich würde einfach sagen, Mona Lisa heißt Mona Lisa. Ne? Also da kann man jetzt gerne hier... Könnt auch eine Umfrage starten, wenn ihr wollt. Ist eigentlich... Also ich würde echt meinen, das wäre Mona Lisa. Einfach nur stumpf Mona Lisa. Mona von Madonna, was Frau bedeutet, abgeleitet. Ah. Frau Lisa. Ja gut. Ne? Aber warum dann Marie Antoinette? Ich habe keine Ahnung. Ich glaube, es gibt verschiedene Theorien zum Namen. Pff. Ja, dann würde es A sein, ne? Weil wenn man dann sagt, ne, es gibt verschiedene Theorien. Okay. Wir sagen jetzt ohne Joker.
Sollen wir das so notieren? Das ist definitiv meine Antwort. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Sie haben gezögert und Sie hätten vielleicht etwas mehr auf Ihr Bauchgefühl hören sollen. Es ist leider nicht die richtige Antwort. Sorry. Ich bin auf verschiedene Theorien zum Namen, bin ich dann gedacht, okay, es kann nur unbekannt sein. Haben Sie noch den Gewinn der Sicherheitsstufe? Nicht zu sehr ärgern. Nein, mein Gewissen sagt mir gerade selbst, du bist ein Idiot, Wadi. Lass es. Aber wie gesagt, ne, mal kommt auch der große, ne? Aber es ist wieder in der zweiten Gewinnstufe passiert, ne? Komm, machen wir wieder normal oder einfach? Ganz ehrlich, der Wikipedia-Artikel sagt, dass es nicht eindeutig ist. Ha! Nach 20 Jahren Wikipedia aufgedeckt. Nein, die Frage ist einfach Käse. Darf ich nochmal machen? Spiel. Ne? Wie bei dem einen, der auch seine zweite Chance hat. Das schaffen wir. Jetzt aber, das schaffen wir. Okay. Normal oder einfach? Also auf Zeit oder ohne? Oder warte, komm, ich lass so entscheiden. Oder? Geht das auch so? Nee. Stopp. Okay, einfach. Normal wird gefragt. Frage ist einfach Käse. Ist Björn da? Björn weiß, was Chef Toni meint. Käse. Das ist ein Insider zwischen mir und Björn. Ich weiß nicht, ob Wuppi den auch noch. Wuppi da? Gut, machen wir normal. Normal, gut. Welche Kategorien sollen wir die drin lassen? Du bist doch K-L-U-K. Ich bin K-L-U-K. Schwer. Schwer gibt's nicht, Mucki. Es gibt normal und einfach. Einfach ist die eigentliche normale Variante. Diese normale Variante, die wir hier spielen, ist in Kategorien, also in Themenbereiche mit Zeit. Ne? Ich bin so klug. Ich bin so klug. Ich meine. Ja, egal. Welche Kategorien? Also, diese stehen zur Verfügung. Ne? Und wir nehmen mal 5 Kategorien. 5 Stück. Also es wird verlangt, dass Sprache mit reinkommt. Okay, welche soll noch rein? Alle, die jetzt ein Häkchen haben, können mit dabei sein. Hätte lieber Wissenschaft als Geografie. Okay, Wissenschaft oder Geografie oder Wissenschaft und Geografie? Ja. Sport, okay. Also das wären jetzt schon Sprache, Sport. Also Sporthobbys. Oder einfach alle. Nee, ich wollte 5 Stück nur. 5 Stück im Moment nur gerne. Weil hier würde ich es gerne wirklich auf Kategorien basieren, ne? Wir können ja immer immer neue nehmen. Ich kann ja dann halt auch, wenn ich alle freigeschaltet habe, können wir auch mal gerne mal alle nehmen oder dann mal auch wieder 5. Kann auch gerne alle nehmen. Ist auch kein Problem. Aber ich würde gerne mit 5 Kategorien erstmal. Vorhin hatten wir 4, jetzt können wir 5 machen. Jetzt Fernsehserien habe ich jetzt gekauft. Ne? Weiß ja nicht, was ihr da so sagt. Ne, weil jetzt wird einfach alle gesagt, Sprache, Sport, Fernsehserien, Wissenschaften, Geschichte ist ein guter Mix. Okay, also Sprache, Lebensstil kann weg, Kunst und Literatur kann auch weg, Unterhaltung kann weg, so. Wissenschaft, Geschichte, Sprache, Sport, also Sprache, Sport, Fernsehserien, Wissenschaft, und Geschichte. Gut, also Geografie auch weg. So, machen wir das erstmal so. Das sind die 5 Stück. Kann lustig werden. So, den nehmen wir jetzt. Den hatten wir schon. Nehmen wir Nadja. Ist eigentlich egal, welche Figur ich nehme. Alle Sprüche sind dumm von denen. So. Da überspringen wir einfach das Intro. Ja, das französische Wer wird Millionär Studio. Ganz stark die Daumen, denn nun ist es soweit. Willkommen bei Wer wird Millionär? Sicher? So. Da kommt die Kandidatin. Ich finde es auch schön, ne, dass alle dieselbe Animation haben zum Reinlaufen. Man sich sehr viel Geld gespart. Sind Sie bereit? Dann los. Hier kommt Wer wird Millionär? Hier kommt Wer wird Millionär? Ja, ich kenne das ganze Gezetere. Mit Zeitdruck 30 Sekunden. So. Wo tauchte die Saga Game of Thrones zum ersten Mal auf, bevor sie zu einer Fernsehserie wurde? In Romanen, in Cartoons, in Musikkomödien oder in einer Oper? Natürlich in Romanen.
Gut, dann ja. Nehmen wir diese. Ihr habt die Zeit oben gesehen, 30 Sekunden habe ich jeweils. Und ich muss immer zweimal, also einmal bestätigen, grob gesagt, und dann einmal offiziell richtig. Ich würde lachen, wenn gleich die Mona Lisa-Frage kommt. Gehen wir zu dieser neuen Frage über. Welche Fußballnationalmannschaft spielt traditionell in orangenen Trikots? Griechenland, England, Niederlande, Spanien. Ich glaube, ich weiß es, aber Niederland. Niederland. Ich fahre nach Niederland. Das ist definitiv meine Antwort. Ja, es ist ziemlich beschissen übersetzt. Traditionell. Es ist auch ziemlich schade, dass das Spiel seit seinem Release nur ein Update gekriegt hat und das dafür gesorgt hat, dass die beiden sich reinlabern. Was bedeutet das H im Kennzeichen HL für Lübeck? Hafenstadt, Hansestadt, Heringsstadt, Holstenstadt. Es ist natürlich Hansestadt Lübeck. Gut, dann ja, nehmen wir diese Antwort. Okay, dann schauen wir uns mal die richtige Antwort an. Es ist tatsächlich die richtige Antwort. Sehr lustig gewesen, wenn es Heringstadt gewesen wäre. Hering hätte ich mal gedacht. Bock. Ich staune über mich selbst. Oh. Ihre neue Frage steht bereit. Das Überschallflugzeug Concorde war ein Gemeinschaftsprojekt von Großbritannien und welchem anderen Land? Frankreich. USA. Deutschland. Neuseeland. Und ich nehme natürlich A. Natürlich. Ich glaube, viele Leute würden das schon überfordern. Meinst du die 30 Sekunden, ne? Ja, das würde viele überfordern, glaub mir. Das ist schade, dass man das nicht abschalten kann. Das habe ich schon nachgesucht nach dieser Option. Das geht leider nicht. Da muss man wirklich schnell reagieren. Was sind Gobi, Nambib und Atacama? Menschenaffen, Wüsten, Tänzerinnen oder Rosen? Von meinem Erdkundelehrer damals in der Hauptschule. Atacama! Richtig eingebrannt in meinem Kopf. Das sind Wüsten. Wüste Gobi. Wenn man Sahara hingeschrieben hätte, wäre es zu einfach gewesen. So, damit habe ich auch 40 Neutronen schon mal sicher. 40 Neuronen. Aber 500 Euro. Diese neue Frage sollte es Ihnen nicht schwer machen. Welche WM wurde zum ersten Mal in Farbe ausgestrahlt? Brasilien 1962, England 1966, Mexiko 1970 oder München 1974? Ich würde zwischen C und D tippen. Oder war es auch schon, oder war es schon 66? Boah, ich habe keine Ahnung. Komm. Entfernen wir jetzt zwei falsche Antworten. Also ich würde C sagen, ohne Zweifel. Und 69 wurde in Deutschland das Farbfernsehen eingeführt. Nun ist es Zeit, die richtige Antwort. Dann kann es nur Mexiko sein. Mich selbst. Ich auch. Also mich nicht. Aber ja. Ja, die man immer in solchen Dokus sieht, wenn es um dieses WM-Finale geht. Ich erinnere mich. Wen oder was wählt man bei der Bundestagswahl mit der Zweitstimme? Bundeskanzler, Parteiliste, Direktkandidat oder den Vizekanzler? Fuck, ich komme damit durch. Oh Gott, ich komme durcheinander. Direktkandidat oder Parteiliste? Ah! Warte mal, erste Stimme war der Direktkandidat, ne? Okay, ich werde B nehmen. Jetzt kommt die warte mal. Ich glaube, ich hab's verwechselt. Fuck. Nee, doch nicht. Ja, Sitzverteilung. Das wär peinlich gewesen für mich, für denjenigen, der schon bald wieder hier Wahlstreams macht. Das hätte ich mir in zahlreichen Wahlstreams anhören können und davon gibt's dieses Jahr genug. In welcher Stadt befindet sich das San Siro-Stadion?
Barcelona, Rom, Mailand oder Madrid? Keine Ahnung. Welcher Stufe sind wir? 2000. Geht um 4000. San Siro. San Siro. I don't know. Keine Ahnung. Oh Gott, dann nur noch 9 Sekunden für die Frage. Komplett zu Ende. WM. Ich drücke die Daumen. Scheiße, der Tipp kam zu spät. Von Mailand. Fuck. Diese verdammten Zeit. Scheiße. Welchem Land hat der Europäische Fußballverband seinen Sitz? Das ist ganz einfach. Belgien, Frankreich, komm, Schweiz, 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 Käse, 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 komm, 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 komm. Das ist eine Fußballfrage, weiß ich, komm, Ende. Wollte dir nicht so eindeutig geben, ach so. Ja gut, wenn ich noch 5 Sekunden hätte, dann könntest du es machen. Aber das Problem ist halt nur, du musst immer so einhalten mit dem Delay, ne? Ich bin in der Schweiz, ich bin in Lyon, ganz gut, und Käse aus und so weiter. Ich finde es gut, dass es zumindest eine Fußballfrage war, weil bei 9 Sekunden wäre es wirklich scheiße gewesen. Also wenn ihr mich bei 10 Sekunden seht und ich wahrscheinlich bei 7, 6 Sekunden, dann Tipp, eindeutigen Tipp dann. So, wie viele Staffeln gab es in der Reihe Friends, in der Serie? 6, 8, 10 oder 12? Also, Ich habe keine Ahnung. Ich spreche ja immer von 8 Staffeln Scrubs, ne? Das war so als kurze Info. Von Ice Kick sagen 10. Es ist 10. Da bin ich Komm, ich gehe mit. Ich rechne sogar mit 12. Ich würde sogar. Ich hätte doch 12, oder? 10. Ja. Eine Panikattacke gerade bei der Frage, ey. Meine Güte. Ein englischer Zoll entspricht 252 mm, 254 mm, 425 mm oder 256 mm. War das nicht? Und ich wette, der Publikumsjoker verarscht mich wieder. Wenn Sie die richtige Antwort kennen. Unter 50%. 49% für B, 39% für D, 5% für C und 7% für A. So, gehe ich jetzt mit dem Publikum oder mache ich was anderes? Ich nehme B. Ich muss Sie fragen, oh, ja, sind Sie sich definitiv meine Antwort. Getroffen? Publikum hat mich ausnahmsweise mal nicht enttäuscht. Gott sei Dank. So, jetzt bin ich gespannt. Habe ich jetzt immer noch, glaube ich, 30 Sekunden, ne? Woraus wird Vaseline hergestellt? Gänsefett? Siliziumgel? Erdöl? Seetang? 45 Sekunden habe ich jetzt. Woraus soll ich das wissen? Ich benutze keine Vaseline. Ich habe sie lange nicht mehr benutzt. Sagen wir mal so. Ich habe keine Ahnung. Ich würde Gänsefett sagen. Ich würde A sagen. Erdölrückstände. Was? Ich habe sowieso 16k, also es ist alles gut. Es sind Erdölrückstände, oh. Habe ich mich eigentlich nie mit beschäftigt.
Jetzt wo Wikipedia 20 Jahre alt wird, könnte man ein bisschen mehr in Wikipedia mal reinschnuppern. Wo wurde 1900 die neue Kronenzeitung gegründet? Kopenhagen, Budapest, Stockholm oder Wien? Oh, in Österreich gibt es die Kronenzeitung. Die, gibt es die wirklich jetzt schon seit 121 Jahren? Ich würde D sagen. War mit Österreicher da? Frederik? Ich würde D sagen. Wien? Halt bitte. Ja, dann nimm D. Denk nicht kompliziert. Moment. Ich soll nicht kompliziert denken. Ich habe noch nicht eingeloggt. Ne? Ich kann noch. Muss zweimal bestätigen. Denk nicht kompliziert. Ja, ich würde sagen... Ich sag D. Ich sag D, komm. Obwohl, warte mal. Das ist absolut richtig. Oh Gott, wieder dieser Druck. Schaffen wir die Million? Schaffen wir die Million in diesem Modus? Bei welcher Sommerolympiade wurde zum ersten Mal ein Fußballturnier veranstaltet? Och, du Jemina. 1900, 1936, 1948 oder 1896? Waren bei den Spielen 36 in Berlin schon Fußball? Wenn ja, dann war es 1900 oder 1896. Ja, ich schließe C aus. Ich schließe C aus. Habe ich noch einen Joker? Ich habe noch einen Telefon-Joker. Wenn es A oder auch wenn ich jetzt sage, C nicht ist, dann B oder D. Es ist A? Okay. Ich meine... Definitiv meine Antwort. 1900. Das war echt knapp. Oh. Wäre ehrlich gewesen, ich hätte schon gedacht, er ist ganz recht spät. Also wirklich nach dem Zweiten Weltkrieg erst. Welche andere Seiten von Jonathan Nolan Westworld hat mehr als eine... Welche andere Serie von Jonathan Nolan aus Westworld hat mehr als eine Staffel? Alias die Agentin... Prison of Interest, Fringe, Grenzfälle des FBI oder Homeland? Ich kenne A, ich kenne C, B und D habe ich, glaube ich, habe ich nicht gesehen. Nur A und C. Und ob dann Jonathan Nolan mit dabei war? Bist du dir da ganz sicher? B ist die richtige Antwort. Okay, vertrau dir. Ich habe Person of Interest. Ich kenne die Serie, also gesehen habe ich sie leider nicht. Ich überrasche mich selbst. Noch eine richtige Antwort. Haben wir einen Joker, ne? Krieg ich jetzt eine Minute Zeit oder zumindest mehr? Wer wurde 2,5 Wochen nach Yoko Ono geboren? Sepp Herberger, Hildegard Knef, Wolfgang Job oder Hannelore Kohl? 231 Sekunden habe ich Zeit! Errungenschaft freigeschaltet, Schnelldenker. Ich habe 231 Sekunden Zeit. Hä? Hab die hier auf DVD. Ach so. Anfang März 1933. Also ich würde A, also Wolfgang Job glaube ich nicht. Also entweder A oder D. Nur noch 200 Sekunden. Ich hab, ey, das ist fast 5 Minuten, ne? Ich würde ja zu D tendieren, zu Hannelore Kohl.
Aber ich glaube, die ist... Es ist nicht A, da war schon... Ach ja, Sepp Herberger. Ich hab wieder jemand anderes im Kopf gehabt. Dann würde ich D sagen. Hildegard Knef glaube ich auch nicht. Dann ist... Nee, dann C oder D dann doch. Dann kann... Dann ist es doch... Dann kann es nur C sein. Und ich wollte schon C ausschließen. Ja stimmt, Hildegard Knef auch. Wenn es Geburtsjahr 33 ist, ich glaube Hildegard Knef, da war sie schon am Leben. Herberger war schon Co-Trainer der Reichself dann. Kohl hat ja schon Ende dann der 1940er Jahre Helmut Kohl geheiratet, Hannelore Kohl. Ja, dann, ich sage D, wenn du A ausschließen kannst. Ich sag ja auch D, aber wenn Hannelore Kohl schon Ende der 1940er Jahre geheiratet hat, also sieben Jahre, so, ne, so mit sieben Jahren schon geheiratet, ist nicht so gut, ne? Ich habe noch 100 Sekunden. Jetzt gedacht, ich hätte noch eine Minute, ey. Aber zumindest nicht. Naja, kannst du machen. Kann sein, dass ich mich irre. Ich hab noch einen Joker! Wollte ich auch noch mal kurz erwähnen. Ist gleich nur noch eine Minute. Nimm den Joker, okay. Das heißt, dann habe ich gleich noch 72 Sekunden. Ich hoffe, Sie rufen die richtige Person. So, wen rufe ich jetzt an? Wehe, das wird mir auch von der Zeit abgezogen. So, den Cousin, den Freund der Familie, den Bruder oder die Tante. Wer könnte eine Ahnung haben? Ich glaube eher wohl die Tante, ne? Ich wüsste es nicht. Ich finde es auch lustig, dass man es aussuchen kann. Die Tante, ja gut, dann nehmen wir die Tante. Die Tante. Hallo, wer spricht da? Guten Abend, Anne. Hier ist jetzt nochmal 30 Sekunden und dann nochmal 70. Etwas Hilfe. Okay. 1960. Ich bin nervös, aber ich werde alles geben. Was sagt sie? Ich würde D raten, weil es mir logisch erscheint. Das denke ich zumindest. Sie sagt D. Also jetzt sagt mir auch Eiskeks, also wenn Hannelore Kohl erst 1960 geheiratet hat, dann wird sie da wahrscheinlich so Ende 20, Anfang 30 gewesen sein. Oder sogar noch jünger halt. Also, ich bleib bei meiner ersten Version, dass ich sage, D. Hannelore Kohl jetzt. Wolfgang Job, wie alt ist er jetzt? Ich glaube nicht, also der wäre dann jetzt schon bei 33, der wäre über 70, aber ich finde nicht... Gut, Schönheits-OPs machen alles möglich, aber... Nee, komm. Okay, alles gut. Ich habe mich entschieden. Damit wir uns einig sind, haben Sie Ihre Wahl getroffen. Eine Million Euro ist das. Oh! Eine Million Euro, bravo! Oh! Warum klatscht der Moderator nicht? Ey, klatsch ihm eine. Ach so, das hast du verwechselt. Ah, okay. Ah, okay, gut. Ja, Fehler können passieren, ne? Also, alles gut. Wir lernen immer aus Fehlern dazu. Also lag ich eigentlich schon von Beginn an, als ich 231 Sekunden hatte für den Arsch. Aber warum habe ich jetzt auch... Das Lustige dabei ist, ne, du hast...
In der ersten Stufe 30 Sekunden, dann 45 Sekunden bis zur Millionenfrage hast du dann 45, also auf 45 Sekunden, ne? Und dann auf einmal hast du 231 Sekunden Zeit. Das finde ich cool. So. 1000 Punkte haben wir damit mit uns wieder geholt. 1107 Punkte. Wir könnten jetzt zum Beispiel, ne, Küchen der Welt und Fußball kaufen. Wäre cool, ne, aber ich spare mal wieder ein bisschen. Ne? Bin im Bett. Gute Nacht. Ja, wünsche eine gute Nacht, lieber Eiskekse. Eine Runde können wir noch machen. Dann mache ich auch dann mal langsam Feierabend. So, eine Runde machen wir. Dann machen wir aber wieder in der einfacheren Form. Also sprich, ohne Zeitdruck. Würde dann wieder den Georges nehmen. Oder den George. Georges. Dessen Namen ich wahrscheinlich nicht falsch ausspreche. So. Und ja, dieses, für die, die reinkommen und geradewegs sehen, das ist aber nicht das deutsche TV-Studio. Ja, es ist nach dem französischen Vorbild gemacht worden. Ne? Es ist das französische TV-Studio. Guten Abend allerseits. Es freut mich, heute hier zu sein. Hallo, mein Name ist Hans Gündorf. Ich habe eine tiefe Stimme. So. Ja, ich kenne das Gezetere. So. Und jetzt wieder ohne Zeitdruck, ganz in Ruhe. Wie nennt man Singen ohne Instrumentbegleitung? A cappello, a cappello, a cappelli oder a cappella? Ich wähle D. Damit wir uns einig sind, die Wahl ist getroffen. Und genau so ist es. Ja, a cappella. Cool. Kommen wir also zu einer ganz neuen Frage. Wie heißt die bedeutendste Basketballliga der Welt? NBA, NBB, NBC, NBD. Wow. Es ist natürlich die NBA. NBC ist ein Fernsehsender, die anderen beiden haben wahrscheinlich keine Bedeutung. Ich muss nochmal drücken, komplett vergessen. Was für eine Spannung. Stimmt, prima. Oh, das ist perfekt. Oh ja. Sind uns alle einig, dass wir mit einer neuen Frage fortfahren können? Die Hauptstadt welchen Landes ist Tokio? Japan, Indonesien, China, Südkorea. Komm schon, George. Konzentriert sagen. Ah, okay. Ist das Ihre Antwort? Ist natürlich A. Hallo? Hallo? Das war eine gute Wahl. Ja. 200 Tacken. Ja, hier sind Sterne, aber wir sagen auch mal Euro. Komm, 200 Euro. Gut, ich. Vertrauen Sie Ihrem Wissen und sich selbst. Welche Art von Tier ist ein Hai? Ein Fisch? Ein Säugetier? Ein Reptil? Ein Vogel? Ja, ich denke gerade nach. Ich wähle A. Wahrscheinlich falsch. Sollen wir das so notieren? Nein, natürlich nicht. Oh, das ist perfekt. Warum denke ich über solche einfache Fragen nach? Wenn man direkt unter Druck steht. Welches Buch wurde verfilmt und 2020 ohne Umweg über die Kinos direkt von Disney Plus veröffentlicht? Die Chroniken von Narnia. Harry Potter. Eragon. Artemis Fowl. Komm schon, George. Konzentrier dich. What? What? Ich glaube, das ist die gesparte Zeit aus allen Fragen. Ah, okay. Was meintest du mit den 231 Sekunden von vorhin? Das wäre interessant. Man muss mal vorstellen, ich hätte jetzt echt bei den Fragen immer eine Sekunde übrig gelassen, hätte nur 15 Sekunden Zeit gehabt. Und, ja, ich glaube nicht, oder? Oder abgelaufen, man weiß auch nicht. Welches Buch wurde verfilmt und 2020 ohne Umweg über die Kinos direkt von Disney Plus veröffentlicht? Ich meine Eragon, oder?
Also A und B schließe ich aus. Ich weiß es echt nicht. Obwohl ich im Dezember so viel Disney Plus geguckt habe, habe ich diesen Film, glaube ich... What? Ja, dann kann es nur D sein. D klingt ziemlich gut. Ich nehme D. Artemis Fowl? Oder F-Owl? Malti99, danke schön für dein Follow. Willkommen bei Dercho TV. Glückwunsch zur erreichten Sicherheit. Diesen Gewinn kann man ihm nicht verantworten. Ja. Ich habe im Übrigen zur Sicherheit eigentlich, weil ich heute Update auf Just Chatting gemacht habe, anstatt auf Talkshow und Podcast, habe ich nämlich den Follow-Sound zur Sicherheit ausgemacht. Wer weiß, welche Leute hier reingekommen wären wegen Update, News und so weiter. Gut, nächste Frage. In welchem Zeitraum wütete der Zweite Weltkrieg? 39 bis 45, 45 bis 55, 29 bis 45, 30 bis 50. Natürlich Antwort. September 39 bis Mai 45. Nee, ja, wenn man noch Japan dazu zählt, noch bis zum Sommer. Während ja dann in Deutschland schon Nachkriegszeit und so war ja dann Japan und so weiter. So. Next question, please. Viel Glück. Woher stammt das Surfen? Frankreich, Australien, USA. Polynesien. Wenn jetzt Hawaii dran gestanden hätte, dann hätte ich natürlich gesagt, okay, es ist Hawaii, aber es, ich habe jetzt so mit Polynesien habe ich das Gefühl, es könnte Polynesien sein, ne? Das kann nur Polynesien sein. Das kann natürlich auch Australien sein, ne? Aber ich denke eher, ich tendiere eher zu D. Es kann natürlich auch generell USA sein, aber Frankreich glaube ich nicht. Was haben wir erfunden? Das Surfen im Internet? Nein. Es geht um das Surfen, nicht das Surfen im Internet, dann würde es auch stehen. Es geht um das Surfen auf dem Wasser. Im Internet. Also ich bin mir da überhaupt nicht sicher. Überhaupt nicht. Das ist jetzt so alles, was ich auch vorhin gesagt habe, meine Vermutung gewesen. Dass es eventuell Antwort D, Polynesien, ne, die Möglichkeit ist. Ich kann natürlich drücken, dann bin ich bei 500 Euro, aber dann ist auch vorbei für heute. Natürlich will ich ein bisschen die Zeit, komm, wir haben Joker. Ich würde aber auch nicht direkt das Publikum befragen. Rufen wir mal jemanden an. Komm, rufen wir jemanden an. Mal gucken, wen. Oh, mal, die Kollegin. Super Telefon. Und wir brauchen Ihre Hilfe. Na, dann hoffe ich, dass ich auch helfen kann. Aber das packen wir schon. Ich bin ganz Ohr. Es ist D. Ich bin mir hundertprozentig sicher. Wenn sie sich so hundertprozentig sicher ist. Schluss mit dem Zögern. Ich sage D. Dann schließe ich mich dem an, weil wenn ich so gesagt habe, direkt aus der Pistole geschossen quasi. Ja, ich habe jetzt nicht Spannung erzeugt. Ich habe einfach auf A gedrückt. Sorry. So. Ich hoffe, Sie haben sich von Ihren Emotionen erholt. Denn hier ist die nächste Frage. Oh Gott. Welches der folgenden Verben ist unregelmäßig? Arbeiten, stehen, wollen, schauen. Komm schon, George. Konzentrier dich. Ich würde ja C sagen. Ich habe, wie gesagt, Grammatik null Ahnung. Sagt der, der jeden Tag bis zu fünf Artikeln schreibt. Ich kann natürlich jetzt das Publikum befragen. Es kann mich natürlich auch in was weiß ich wo führen. Oder ich kann die Frage tauschen. Ne? Was auch möglich ist. Ich bin schon Viertel nach zehn. Meine Güte. Komm. Nehme ich keinen Joker und sag wollen.
Und dann nehme ich einen Joker und warte dann ab. Ach komm. Ich wähle C. Ist falsch. Ist falsch. Ist wahrscheinlich Antwort B. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich mal was aus Grammatik weiß. Welches Spiel schockte Spieler auf der ganzen Welt mit einem seinem berüchtigten schwarzen Loch? Minecraft, Fallout, No Man's Sky oder Fortnite? Oh, hallo Daniel, danke schön für deine 8000 Dercho Points für den 12-Stunden-Stream. Denkt dran, ihr könnt das Ganze noch, ich muss mal kurz gucken, für noch, ich glaube, weniger als 3 Wochen. Ja, für gut 3 Wochen noch machen. Ne? Ich werde mal gucken, ob man das verlängern kann. Es war natürlich Fortnite im Übrigen. Ne? Ich habe das jetzt mal mit der Maus beantwortet. Das schwarze Loch, wo ein paar Tage lang Fortnite-Spieler nicht spielen konnten, weil dieses schwarze Loch da nur zu sehen war. Und somit ja neues Fortnite. Ich habe auch Fortnite schon lange nicht mehr gespielt. Ich müsste mal wieder reingucken. Ja, 20 Tage, so sieht's aus. Sind Sie bereit, sich den Fallen dieser nächsten Frage zu stellen? Viel Glück. Was? Fallen? Welches dieser Länder hat gar keine gemeinsame Grenze, hat keine gemeinsame Grenze mit Frankreich? Spanien? Luxemburg? Andorra? Oder Portugal? Oh. Muss dafür auf dem Spiel sein. Besser nett war die. Tu es dir nett an. Was? Was soll ich mir nicht antun? 12-Stunden-Stream? Gerne. Mach ich. Wenn ihr die Herausforderung vollkriegt bis zum Ende, ihr habt 3 Wochen noch Zeit, das wäre noch, ja, bis zum 8. Februar. Junge, drückt ihr erstmal Spanien. Was heißt Spanien? Hallo? Die klingt ziemlich gut. Es ist Portugal. Ich habe vorhin schon 1 Million gewonnen, Error. Ich warte auf meine Konfettikanone. Es ist D. Und da haben wir die Sicherheitsstufe geknackt. Das geht ja rucki zucki. Das geht ja rucki zucki. Rucki zucki Banani. I mean Fortnite. Ach so. Kannst dein, den aufblasbaren Rollator, ne, lass mal. Den kannst du mir zu meinem 50. wieder geben. Welches der folgenden Spiele ist kein Battle Royale-Titel? Apex Legends, Tetris 99, Rainbow Six Siege, Fortnite. Moment. Gab's nicht eine ähnliche Frage mal, die mich irgendwie ins Verderben gebracht hat? War doch so. Aber dann müsste es jetzt hier Rainbow Six Siege sein, weil alles andere ist Battle Royale. Tetris 99 ist Battle Royale. Ich werde es mit C versuchen. Ist das Ihre Antwort? Ich glaube aber Rainbow Six Siege hat doch derweil auch ein Battle Royale, oder nicht? Prima. Naja, ob Tetris das ist, kann man streiten. Ja, ich kann mich nur daran erinnern, ich habe mal auch so eine Frage hier gestellt bekommen und dann war sie aber falsch. Beziehungsweise alle Antworten waren eigentlich falsch. Welches der folgenden Verben ist unregelmäßig? Sollen, gelten, verärgern, erinnern. Hatte ich diese Frage nicht gerade schon auch? Ich habe mich jetzt gerade nicht daran erinnern können. Wo stehe ich eigentlich? Oh, ich bin schon bei 32.000. Na, weiß ich jemand von euch? Würde ich gerne mal wissen. Welches der folgenden Verben unregelmäßig ist? Sollen, gelten, verärgern, erinnern. Warte, war es nicht wollen? Tetris ist kein Battle Royale, basta. Was heißt denn unregelmäßig? Keine Ahnung, weiß nicht. Ich bin Französer. Ich spiele Französisch, werde Millionär auf Deutsch. Ich habe keine Ahnung. Ja, mein Mikrofon ist derweil ja besser geworden, ey.
Ich würde wieder wollen, sollen sagen. Was nicht wollen vorhin? Ja, das war voll mit wollen, ne? Uff, Dramatik. Mein schlimmster Feind neben Joker. Ich habe noch ein Publikum und ich kann die Frage tauschen. Ich tausche sie mal. Sie möchten die Frage wechseln? Ich hoffe, es bringt Ihnen. Ich sag A. Okay, es wäre falsch gewesen. B, gelten. Gelten ist ein unregelmäßiges Verb. Aha, gut. Wir haben ja wieder was gelernt. So, welches ist das letzte der sieben Weltwunder, das noch heute besichtigt werden kann? Die Cheops-Pyramide, die hängenden Gärten von Babylon, der Tempel der Artemis in Ephesus oder der Leuchtturm von Alexandria? Wenn das jetzt eine Frage auf Zeit gewesen wäre, dann wäre ich echt wirklich im Arsch. Also Babylon, glaube ich, davon gar nichts mehr. Der Tempel der Artemis in Ephesus, glaube, davon steht auch nichts mehr. Gibt es auch nicht mehr. Steht jetzt eine Waschmaschine vielleicht? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Die Cheops-Pyramide, ja. Aber man kann es noch heute besichtigen. Daniel Exerhead, stop working. Wow. Dum, dum, dum. Hört man dann noch so diesen Windows XP so Error-Sound. So bum. Den vermisse ich ein bisschen. Ich würde A sagen. Mir bleibt nichts anderes übrig, als A zu sagen. A wie, was, Error Sounds? Ja, weil Daniel vorhin geschrieben hat, Daniel Exe has stopped working, so als Fehlermeldung. Diese Fehlermeldung-Sound von Windows XP. Bumm. Ich vermisse Windows XP. Windows 7 auch. Also ich würde A sagen, weil ich weiß nicht, Alexandria, gut, die Stadt gibt es noch. Ist ja in Ägypten. Ja? Die Frage ist natürlich, steht der Leuchtturm dort noch? Kann man jemand hinfahren, gucken? Es kann natürlich auch A sein. Ne? Ist auch in Ägypten. Zufall, was? Ja. Ich habe noch den Publikum. Wenn du jetzt falsch liegst, endet der Stream. Ich weiß, in 7 Minuten soll er eigentlich generell vorbei sein. Wenn ich aufs Klo muss. Ich kann natürlich jetzt aufs Klo gehen, euch damit alleine lassen. Ne? Aber ne, ich müsste dann halt mein Handy in die Kamera halten, damit ich es nicht mitnehme. Handy ist aus. Ne? Also keine Sorge, Handy ist aus. Also aus in dem Sinne, dass ich es nicht benutze. Auch wenn es so aussieht, als würde ich es benutzen. Muss aber nicht. Ich will hier mit legalen Regeln. Nicht so wie Hier ist der Orangene da hinten, da hier, das Baby da in, ist schon. Was ab Mittwochabend, 18 Uhr deutscher Zeit, arbeitslos ist. Also nicht ich, sondern das andere Orangene Riesenbaby. Ich könnte jetzt den Publikumsjoker einsetzen. Das Problem ist aber, liegt das Publikum richtig? Also liegt die Mehrheit des Publikums mit meiner Meinung richtig und es ist richtig? Habe ich einen Joker verbraten? Es kann natürlich auch sein. Es kann natürlich auch D sein. Ach komm. Meine Damen und Herren, bitte räumen Sie jeden Zweifel aus dem Weg und antworten Sie. Bitte räumen Sie jeden Zuschauer weg. Nein. So. Was habe ich gerade erklärt? Die Mehrheit ist wahr. Och Gott. Ich habe noch nicht eingeloggt, ne? Ach komm. Und es ist falsch. Hat das Publikum heute zum zweiten Mal enttäuscht. Ob es wohl die richtige Antwort ist? Sie haben sich Joker verbraten. Verbraten, Excel, stop working, arbeitet ja, also.
Gerade in dem Moment kriege ich eine Antwort von einem ehemaligen Arbeitskollegen. Joker verbraten! Hast du super gemacht, Wadi! Wie lautet der Name von Astrids Drache in der Filmreihe Drachenzähmen leicht gemacht? Ohne Zahn, Wirbelwind, Sturmpfeil, Mistral. Lustige ist, den Film habe ich auf meinem PC. Und den habe ich nur einmal geguckt. Oder war das der? Ich weiß es gar nicht. Ich. Ja. Was dann? Was dann? Ich hab echt keinen Splassen. Keinen Splassen. Hashtag Super RTL. In seiner gibt es noch? Kein Spaß. Natürlich kenne ich noch Super RTL. Hallo? Das ist nur noch Abendprogramm. Ab 20.15 Uhr ist Super RTL. Der Rest heißt nur noch Togo. Togolino, Togo Plus, Togo Minus, Togo geteilt. I know the possible answer. You know the possible answer. Then tell me the possible answer, please. What did you know it's the possible Arthur, wollte ich schon sagen. Ah, ohne Zahn. Okay. Ich hätte jetzt irgendwie so Wirbelwind im Kopf. Sturmfall eher nicht. Mistral glaube ich auch nicht. Mistral ist glaube ich irgendwo anders her. No! Was? Drachenzähmen leicht gemacht? Kenne ich nicht. Also es gibt ja eine Serie, so viel wie ich weiß. Ne, ohne Zahn ist nicht der von Astrid. Ich habe noch nichts eingeloggt, noch gar nichts. Ich kann noch auswählen. Ich habe noch Möglichkeiten. Wie in Ikea. Ich stecke keine Werbung. Warum kann ich auf B drücken? Also ich meine, ich würde so zu B tendieren, zu Wirbelwind. Aber ob das jetzt... Ohne Zahn ist der von der Hauptperson. Wie heißt sie? Welcher dann, Nero? Ich weiß es auch. Malti. Malti 099. Ich habe, glaube ich, Matti 099 gelesen, ne? C. Sturmpfeil. Das, was ich eigentlich neben D ausgeschlossen habe. Ich will ja nicht sagen, es geht um 125.000 Dacken. Ich habe keinen Joker mehr. Weil ich einen Joker von verbraten habe. Sorry, but I never watched the series. Sorry, but I have never watched the series 2. Ich hab den Satz falsch auf Englisch gesagt. Ich hab die Serie auch noch nie geguckt. An den Film kann ich mich ganz schwach erinnern. Ziemlich schwach. Zu schwach. Ganz schwach. Warte mal, der ist von DreamWorks, ne? Ich hab die Serie gesehen. Oh, gut. Also wenn es nicht Wirbelwind ist und es wird im Chat definitiv C gesagt. Also ich sag ja, ich... ja. Weiß ich ja. Meinst du, die Leute von dem Ort Berg würden auf B oder D kommen? Meinst ernsthaft, es wäre D? Also es könnte auch D sein. Klar, es könnte B. Es könnte, oder die Hauptperson der Name, der heißt Hicks. A wird ausgeschlossen. Okay, ohne Zahn wird ausgeschlossen. So heißt der Name von Astrids Drache nicht. C ist ein Tipp. Ja, C ist, wie gesagt, aber dann wird jetzt auch quasi wieder so gefühlt vom Schreiben her im Chat, habe ich das Gefühl, dass dann auch D wieder im Spiel ist. Na? Ich fühle mich gerade eigentlich auch wie der alte Mann, da denkt mir so, B und D sind nicht safe. Ja, das Problem ist, ich kann es nicht irgendwie, ne? Wenn ich aufhöre, wissen wir die Antwort nicht. Wenn ich jetzt auf Risiko gehe und D drücke zum Beispiel, oder B oder C, ne? Dann sehen wir es. B und D gerade nicht. Lies richtig, Digi. C ist 100% richtig. Muss C sein. C, das ist die richtige Wahl. Dann sage ich C. Wie gesagt, Serie nie geguckt. Glaube ich auch nicht meinen Fall, ich weiß es nicht.
Jetzt gibt's kein Zurück mehr. Haben Sie Ihre Wahl getroffen? Muss es sein, ist es auch. Wenn ich jetzt nochmal eine Million knacke, werde ich das Spiel für ein Jahr nicht anfassen. Das ist wirklich so. Dann fasse ich das Spiel für ein Jahr nicht an. Der Druck ist zwar etwas weg. Ich habe vorhin schon mit dem Zeitdingens eine Million gewonnen. Dafür müsstet ihr im Stream jetzt zurückspulen. Oder wartet einfach bis morgen, bis es auf YouTube erscheint. So. Nächste Frage. Im Judo platziert der Schiedsrichter seine Hände entlang seines Körpers, um den Beginn einer Partie zu kennzeichnen. Wie wird diese Geste genannt? Hajami? Mate? Sorimade? Sonomama? Ich habe keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ich hab nichts mit Judo zu tun gehabt. Seine Hände entlang des Körpers. Nein, ist jetzt gut. Nein, weh, es macht jemand einen Clip. Wenn ihr einen Clip macht, dann auch bitte in den Discord posten, damit alle was davon haben. Ich hab keinen Plan, keinen blassen. Sub-Millionär-Mode, geh da raus, Wadi. Ja, ich würde es jetzt gern wissen, ohne Witz. Die Drachen heißen ohne Zahn, Sturmpfeil, Kotz und Würg. Fleischklops und Hakenzahn, als ob die Wirbel... Als ob die auf Wirbelwind kommen würden. Kotz und Würg? Bitte was? Ich soll rausgehen, aber dann wissen wir die Antwort nicht. Hin zu Google. Boah, mein Handy hat vibriert. Schön. Wahrscheinlich eine E-Mail. Spam-Mail wahrscheinlich wieder. Wieder wird der TVDE Spam-Angriff gestartet. Habe ich derweil im Griff gekriegt. Ja, das mal so als Info für die, die es interessiert. Ein Schwein, aber egal. Ich würde, wenn ich jetzt aufhören würde, würde ich 125.000 behalten. Würde ich auf volles Risiko gehen und eine falsche Antwort geben. Ne? Während 16. Ist es richtig? Eine halbe Million. Ja, drei Varianten habe ich. Nur das Lustige dabei ist, wenn ich richtig beantworte, weiß ich's. Wenn ich falsch beantworte, weiß ich's auch. Wenn ich rausgehe, weiß ich's nicht. Error sagt B. Daniel, bevor du sagst, geh da raus, was sagst du? Es ist nur ein Game, die eben. Es ist nur ein Game. Es ist jetzt nicht. Ich sitze ja jetzt nicht wirklich beim Jauch, auch wenn das ein gutes Training hier ist, obwohl das Trainingslager auf RTL.de auch was Besseres ist, aber wenn man sich bei Millionär bewerben will, wie lange dauert es derweil jetzt schon? 3-4 Jahre Bewerbungszeit? Ne? Rausgehen ist Pussy, eben. Keine Ahnung. Ja, ich würde es auch nicht wissen. Ich würde Hajami irgendwie nehmen, ne? So im Judo oder Mate, ich weiß nicht. Mate, Mate halt, ne? Club Mate. Klingt auch irgendwie falsch. Sono Mama, Sohne Mama. Und Soremade oder Soremade? Weiß nicht. Ich würde lachen. Judo ist das Einfachste davon. Mein Gott, ich hatte ein Judo. Ich hatte auch nie Karate. Meine Eltern waren zu schade, um mir irgendwie, keine Ahnung, irgendwo da anzumelden. Selbst nicht mal Fußball. Ach komm. Machen wir mal. Wir haben nichts zu verlieren. Wir haben heute schon einmal die Million gewonnen. Also, wenn das richtig ist, dann lache ich. Wenn es falsch ist, ist nicht die richtige Antwort. Na, halb so schlimm. Ist ja nur ein Spiel. Und so ist Spiel. Wisst ihr, was das Dumme dabei ist? Ich hätte lieber A genommen. Ich sag so, ja, es ist wahrscheinlich A. Nein. Ja, Daniel, aber ich hab A nehmen wollen. Aber egal, guck mal, 200 Neuronen. Aber zumindest, komm, können wir mal kurz gucken, wie viel ich jetzt schon insgesamt habe wieder. 1910 habe ich schon wieder.
Also ich könnte mir jetzt Küchen der Welt und Fußball mir holen. 90 fehlen noch bis Manga. Disney kann ich mir auch noch für 2.500 holen. Was ich mir ja schon geholt habe, ist Fernsehserien, was jetzt ja so mein Bildschirm so ein bisschen blockiert. Paket mit Fragen zu Fernsehserien. Ja, hatten wir heute schon gehabt, aber zumindest wir hatten heute auch schon 1 Million gehabt. Also das ist schon auch etwas Feines, Freunde. Ne? Und hat mal wieder Spaß gemacht. Aber wenn es so gewesen wäre, also wenn ich A genommen hätte, ne? Verdammte Hacke. Verdammte Hacke. Hätte ich A genommen und ich so noch so, A könnte es vielleicht sein, ne? Fühlen sie gerade so ein bisschen verarscht von sich selbst, ne? Ich hab mir einfach nur gedacht, komm, nimmst du einfach B, fertig, ist mir egal. Als ob du was in Manga und Anime beantworten könntest. Könnte ich. Hol die Punkte, dann machen wir's. Eben. Ja, dafür, also wie gesagt, wenn ich 1 Million Euro da gewinne, gibt's 1000 dieser Neuronenpunkte. Da kommt man dann schneller dran. Sonst halt nur hoffen, dass man bis zu 500 kommt. Bei der ersten Stufe halt, dann sind's 40. Bei der zweiten, das habe ich jetzt gerade vergessen. Aber, mein Gott. Hat wieder Spaß gemacht, Freunde, wirklich. Also, ist gut, dass du, ich meine es ja nicht ernst, wenn ich jetzt wirklich noch, wie heißt der Protagonist? Das weiß ich zum Beispiel nicht, weil ich Death Note schon seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Warte, habe ich nicht in den letzten 10 Jahren, irgendwann Anfang der 2010er Death Note geguckt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Es hat mal wirklich bei mir eine Zeit gegeben, wo ich wirklich nur Animes geguckt habe. Nicht hier irgendwie die Disney-Zeichentrickfilme, die ich früher als Kind geguckt habe, oder Tom und Jerry oder so, ne? Sondern wirklich nur Animes. Es war wirklich, ich hatte so eine Phase, wo ich nur Animes geguckt habe. Ja, und wie ich dann natürlich auch von meinen Cousinen, Grüße an dieser Stelle, falls sie überhaupt mal meine Videos gucken oder so, haben die mich auch mit Sailor Moon gequält. Ja, gequält. Nee, aber es hat mir heute wieder Spaß gemacht. Und nochmal kurz erwähnt, ich hätte es echt ernst gemeint, wenn wir jetzt noch 1 Million geknackt hätten, hätte ich das Spiel für ein Jahr nicht angefasst. Ist wirklich so. Hätte ich erst gesagt, gut, 2022 vielleicht nochmal. Ne? Aber mal gucken, wann wir es wieder spielen. Also, mal schauen. Ne? So. Nee, aber mal schauen. So. Schauen wir mal, wo es hingehen könnte. Gestern war ich da. Heute könnten wir mal... Weiß nicht. Irgendwie sind sie alle auf einem... Lustige dabei ist, die Leute, die ich folge, ne? Das sind 1, 2, 3, 4 Leute, die Rust spielen. Ne? Der Rest spielt entweder CSGO. Genshin Impact könnte ich auch mal wieder... Zu Sora. Okay, ja gut. Final Fantasy sehe ich hier gerade. Final Fantasy 9. So war die Dercho. Ich stream gar nicht. Mein eigenes privater Account nicht. Nein. Keinen Fall. Nee. Hinweis. Mittwoch gibt es kein Gameboy Time. Aber dafür eine, sagen wir mal, was Geschichtliches. Nämlich die Amtsvereidigung des 46. Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika. Ach, ein Wadi ist ja online. Ja, Mizuki, aber ein Wadi geht jetzt offline. Feierabend. Ich habe gerade ein bisschen Hirnschmalztraining. Ne? Darum ja. Och Mann, ja. Ich sag's ja immer gerne, ne, wenn ihr hier was mitbekommen wollt, kommt auf den Discord gerne. Ausrufezeichen Discord im Übrigen. Da werdet ihr nicht nur News. Vielleicht. Ich weiß nicht, vielleicht, ich hoste gleich rüber zu Sora, oder ich raide zu Sora rüber. Vielleicht ist das was für dich. Der spielt gerade Final Fantasy 9. Also vielleicht ist das was für dich. Ja, wie gesagt, Mittwoch ab 16 Uhr schon. Ne? Ab 16 Uhr schon. Mittwoch bin ich schon 16 Uhr live. Für 4 Stunden. Wir werden uns die Amtseinführung von Joe Biden uns angucken. Überschattet werden sie vielleicht von irgendwelchen Ausschreitungen. Hoffen wir es mal nicht. Weil wenn es so sein sollte, werden aus diesen 4 Stunden vielleicht etwas mehr. Wir hatten es ja schon vor 2 Wochen mal gesehen. Ne? So erkenne ich nicht, aber schaue ich nicht so gerne. Oh. Naja, gut. Muss jeder selbst wissen. Ne? Es gibt da halt auch welche, die sagen, den Wadi kann ich auch nicht angucken. Vor allem seine News nicht. Die sind alle Fake News. Also sorry, ne? Ist keine Fake News.
Denn dann muss man hier richtig über Nachrichten geredet werden. Naja, was soll's. Nächste Mal Gaming gibt es am Donnerstagabend. Dann wird aber an dieser Stelle hier der PC ausbleiben. Also zumindest wird der PC dann von mir nicht kommen, also sprich der Stream, sondern vom lieben Icekicks, vom Tim, der dann ein bisschen Community-Gaming macht. Es wird entweder Among Us gespielt oder Stadtland Fluss oder Pummelparty. Vielleicht kriege ich ihn noch dazu überredet, ist ja jetzt ja schon aufgegangen von einer halben Stunde, dass er zumindest vielleicht Golf with your friends spielt. Der müsste es eigentlich auch haben, glaube ich. Ne? Wenn nicht, soll er sich's holen. Mal gucken. Genau, Mittwoch um 16 Uhr, am Donnerstag gibt es ja dann mich trotzdem, einmal morgens von 9 bis 11 und dann nochmal um 19. Ja, beim Eiskick, also beim Tim ist es anders. Bei mir könnt ihr immer rechnen, die Streams bei mir gehen abends immer um 20 Uhr los. Außer, wie gesagt, Mittwoch ist eine Ausnahme, weil es eine Zeitverschiebung und so. Würde es in Deutschland stattfinden, wäre es glaube ich am Vormittag. Ja, müssen wir mal vorstellen, wir hätten hier sowas in Deutschland, wenn der Bundeskanzler oder so um 12 Uhr vereidigt wird. Das geschieht aber eigentlich immer vormittags, so ich glaube 30 Tage nach der Wahl wird dann eher der Bundestag zum ersten Mal zur Sitzung kommen. Das werden wir aber noch erleben. So, ich mache jetzt Feierabend. Es geht rüber zu Sora. Euch noch einen schönen Abend. Wir sehen uns am Mittwoch wieder oder am Donnerstag. Entweder vormittags um 9 Uhr am Donnerstag und am Mittwoch sonst um 16 Uhr. Also schon am Nachmittag. Ich würde mich freuen, wenn ihr dabei seid, auch wenn es vielleicht nicht was für euch ist. Wie gesagt, die Mizuki schreibt gerade, News schaue ich generell nicht, liegt nicht an dir. Gut, danke schön. Danke, danke. Aber dennoch, schaut rein. Geschichtliches passiert, ne? Man sieht es immer alle 4 Jahre, so eine Präsidentenvereidigung oder 8 Jahre. Ne? Außerdem ist Trump weg. Gott sei Dank. Bis dahin erstmal tschüss und einen schönen Dienstag noch und einen schönen Abend noch.